Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Wir sind jetzt im Staffelfinale angekommen und ja, das Golf 6 Tuning Projekt neigt sich dem Ende zu. Ich tue das Fahrzeug jetzt nochmal für euch sauber machen und nach dem Intro gehen wir nochmal im Detail durch, was wir genau alles gemacht haben. Also bis gleich. Wie ihr im ersten Video gesehen gehabt habt, haben wir mit dem ersten Parts angefangen. Einmal betreffend Fahrwerk und Felgen. Das Gewindefahrwerk ist von der Firma AP Sportfahrwerke gekommen. Das Gewindefahrwerk kriegt ihr für 650 Euro jetzt für den Golf 6R und hat natürlich hier ganz klar den Vorteil, dass ihr die Höhe komplett einstellen könnt auf eure Wunschrad- und Reifekombination und natürlich das Ganze noch einen genügenden Restkomfort hat. Ne? Das heißt, ihr könnt mit dem Fahrzeug natürlich auch problemlos Langstrecke fahren und ist noch super komfortabel, aber auch in der Kurve macht es verdammt Spaß, weil es euch einen super Halt generiert. Ne? Die Firma Thomason, die hat uns das TN10-Rad hier einmal geliefert in der Version Silber Hochglanz. Von der Maße her sind wir hier 9,5 x 19 ET45 ringsrum gegangen. Ebenso auch mit dem Thomason Sportrace Sommerreifen. Ja, Thomason bietet auch Reife an, die sind sogar verdammt gut. Habe ich persönlich auch schon auf manche Fahrzeuge verbaut und bin super zufrieden damit. Mir habe hier 225 35 R19 verbaut, auch ringsrum. Das Komplettrad bekommt ihr für 1080 Euro bei Thomason auf dem Shop. Und ich muss sagen, für das Geld ist doch ein Bombe-Design, was ihr hier an Rad habt. Es ist eine super Qualität und auch vom Reife her echt sehr, sehr geil. Dann ging es weiter im zweiten Video, sind wir an die Frontpartie gegangen. Hier haben wir zum einen die Scheinwerferblenden montiert. Die sind natürlich für alle Golf 6 Modelle kompatibel und die bekommt ihr bei uns im Shop ab 30 Euro, abhängig von der Oberflächenqualität, die ihr euch aussucht. Dann geht es natürlich weiter mit der Kappspoilerlippe. Die Kappspoilerlippe ist natürlich für den Golf 6R konzipiert worden, dementsprechend auch von der Passgenauigkeit hier nur auf dem R-Modell verwendbar. Die Kappspoilerlippe bekommt ihr bei uns im Shop für 140 Euro. Anfangend natürlich abhängig von der Oberfläche auch, die ihr wollt. Im nächsten Video sind wir natürlich dann weitergegangen an unseren Klassiker, unseren TCR-Look Seitenschweller. Den bieten wir für viele Modelle an, auch für Seat zum Beispiel. Haben wir hier eine große Range und das ist ein richtiger Dauerbrenner. Ihr habt natürlich mit der einfachen Montage, mit dem 3M Klebeband, den Vorteil, das Ding ist ratzfatz montiert. Es hebt und sieht halt gleich super gut aus. Die TCR-Lookschweller für die Golf 6 Serie ist universell passend, also egal was für Variante ihr habt. Wichtig ist bloß, wenn ihr original einen Seitenschweller bereits verbaut habt, der muss demontiert werden, weil wir hier anhand von der Passform auf den Metallschweller direkt anliegen und das Ganze dann natürlich dadurch super schön passt und mir den Vorteil habe, mir habe hier unten keinen Hohlraum, wo sich später der Schmutz drin sammeln kann. Und somit auch eine super stylische Sache am Fahrzeug. Dann im nächsten Step haben wir uns der Heckpartie gewidmet, einmal hier oben an den Heckflügel. Wir haben einmal hier den Heckflügel im oberen Bereich und die seitlichen Flügel im GTI-Look. Beide Varianten sind auch unabhängig davon, ob ihr jetzt ein R-Fahrzeug habt. Wichtig ist auch bloß hier, wenn ihr irgendwo werkseitig bereits irgendwas verbaut ist, muss das vorher demontiert werden. Und gerade hier bei diesem Heckflügel haben wir mal darauf geachtet, dass man in Kombination mit den seitlichen Flügeln einen schönen Übergang generiere. Das heißt, man sieht eigentlich von der Fuge her nicht die seitlichen Flügel hier. Und das ist optisch gesehen natürlich auch eine sehr geile Sache. Ihr bekommt beide Flügel ab 100 Euro bei uns im Shop und natürlich abhängig von der Farbwahl könnt ihr euch hier auch zwischen 5 Oberflächen entscheiden für euer Fahrzeug. Und zu guter Letzt ging es dann weiter mit unserem Diffusor. Der Diffusor ist wieder für den Golf 6 konzipiert. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier nochmal Aftermarket-Endschalldämpfer verbaut. Das heißt, wir haben hier auch genug Platz, um natürlich auch etwas größere Endrohre zu verbauen. Hat klar den Vorteil, dass man hier nichts rumsägen müsse. Und auch hier die Montage wieder komplett easy. Das Anbauteil war sehr schnell montiert
Und von der Optik her macht es natürlich gleich was ganz anderes her. Wir haben auch hier wieder alles in Hochglanz-Schwarzkalte für das Color-Konzept und somit eine super Sache. Den Diffusor kriegt ihr bei uns im Shop auch für 130 Euro beginnend. Und auch hier natürlich, da es ein ABS-Bauteil ist, auch in 5 verschiedenen Oberflächen. Alles in allem haben wir jetzt hier das Fahrzeug für roundabout 2500 Euro Geldeinsatz, sage ich mal, in einem echt schicken Flitzer verwandelt. Der Golf 6R von Natur aus schon ein sehr schönes Auto, aber klar, mit den Anbauteilen, mit dem Gewindefahrwerk, mit der Tiefe jetzt und in der Räder ist es natürlich echt ein Hingucker geworden. Und ich hoffe, das Fahrzeug gefällt euch auch. Lasst uns doch mal wissen, wie euch der Umbau gefallen hat. Und ansonsten wollen wir uns noch mal recht herzlich bei den Firmen bedanken, die uns hier unterstützt haben und mitgewirkt haben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal zum Carporn über. Dann könnt ihr euch das ganze Fahrzeug im Detail noch mal anschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Liken, teilen, abonnieren natürlich erlaubt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.